Moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen in Great Yarmouth. Ich bin an meinem ersten Ziel von dreien heute. Hier stehen zwei ziemlich besondere Anlagen, würde ich mal behaupten. Bei der einen weiß man noch nicht, ob es eine Achterbahn ist oder nicht. So der Mega-Grauzonen-Count. Ich bin im Joyland Children Fun Park. Von der Fläche her so groß wie die Hälfte der Black Mamba, würde ich mal behaupten. Also unfassbar klein, so ein großes Gebilde. Und da ist irgendwie alles drin, drunter, drüber, drumherum. Man muss Tokens kaufen. 1,50 kostet ein Token. Jeder Ride kostet auch ein Token. Mal sehen, wie lange ich hier brauche. Wahrscheinlich bin ich in einer halben Stunde schon wieder weg. Mal sehen. Leute, letztes Virginia Reel auf dieser Welt. Mega witzig. Ja, das war dann auch der äußerst kurze Besuch im Joylands Children Fun Park. Irgendwie schon ein ganz süßes Ziel. Ich meine, kostet halt 1,50 pro Fahrt. Kann man immer mitnehmen, ist für Kinder halt mega. Für Achterbahnfans gibt es hier, also die auf besondere Bahnen stehen, gibt es hier das letzte Virginia Reel der Welt, das Tyrolean Top Twist, Tyrolean, keine Ahnung. Mega, mega weird, fährt sich sehr strange, als würde einer einen immer quasi so in den Rücken treten zum Andrehen. Ist halt was mega, mega Besonderes und uralt. Dann gibt es hier als Grauzone Super Snails, ist quasi so eine langsame Fahrt, wo dann plötzlich Abfahrten kommen und kleine Hügelchen. Ist schon sehr, sehr interessant, würde ich mal behaupten, ob das jetzt ein Count ist. Dann gibt es hier noch den Smook Express, die einzige richtige Achterbahn, die hier noch steht. Hat halt eine Helix in dem Berg, ist ganz cool da rein, da drauf gebaut.
Ja, ist jetzt aber natürlich auch nichts mega Besonderes. Dann gibt es da noch den Dark Ride Neptune's Kingdom. So eine kleine Unterwasserfahrt, die mich erinnert hat an den alten Dark Ride in Slaharen, Ocean of Darkness. Das ist halt mit ein paar Schwarzlichtsachen ganz süß gemacht. Dauert auch nur eine Minute oder sowas. Wenn ihr nicht filmt oder fotografiert, dann seid ihr wahrscheinlich in einer Viertelstunde da wieder weg. Oder 20 Minuten, wenn es hochkommt. Ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht, bin aber auch zweimal das Virginia Reel gefahren. Einfach, weil ich Bock hatte und das einfach sehr, sehr, sehr besonders war. Ja, also ne, wenn ihr nach Great Yarmouth fahrt zum Pleasure Beach, dann nehmt Joylands halt einfach mit. Mein Gott, das ist 20 Minuten zu Fuß oder 3 Minuten mit dem Auto entfernt oder so. Das kann man mal machen. Kostet nicht die Welt und ist halt einfach was Besonderes. So, ich mache mich jetzt zu Fuß auf zum nächsten Ziel, Great Yarmouth Pleasure Beach. Und hallo aus Ziel Nummer 2. 20 Minuten später bin ich auch schon im Great Yarmouth Pleasure Beach. Genauso ein Boardwalk, Pier, Seaside Park wie so viele andere, wie zum Beispiel gestern noch Bottoms Pleasure Beach oder Blackpool Pleasure Beach. Hier stehen eigentlich auch relative Standardsachen, eine Fabri Spinning Maus, ein SBF Visa Spinner, ein Pinfari Big Apple, aber auch dieses Ding, eine Holzachterbahn mit Bremser von 1932. Seitdem ich das erste Mal ein Bild davon gesehen habe, finde ich die Konstruktion ziemlich geil mit dieser krassen blauen Front. Es ist tatsächlich, glaube ich, echt nur einfach eine Wellblechfront, aber sieht halt irgendwie cool aus. Ich check den Park jetzt mal aus, was es hier sonst noch alles gibt. Ich glaube, eine Geisterbahn haben sie noch, sowas wie ein Dark Ride, glaube ich auch noch, eine Wasserbahn von Interlink, sah jetzt aus wie dieselbe wie im Dürr-Sommerland oder Farup-Sommerland. Ja, mal gucken, wie lange ich hier jetzt brauche. Ne? Ein drittes Ziel habe ich nämlich heute auch noch vor, aber mal schauen. Geile Thematisierung. Jetzt vier Sachen gefahren. Als erstes war ich hier hinter mir im Haunted Hotel, der Geisterbahn, die hier im Park steht, die überraschend gut war. Also die fand ich sehr, 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 sehr cool.
sehr süß thematisiert. Im ersten Teil vielleicht ein bisschen zu dunkel. Da könnte man ein bisschen, klein bisschen heller machen, damit man auch wirklich alles sieht. Aber sehr, sehr cool gemacht für so eine kleine Bahn. Hat mir sehr gut gefallen. Dann war ich auf dem Lokflum, der ganz hinten am Ende des Parks steht. Quasi mit Duisburg-Thematisierung. Ja, das ist dieselbe Bahn wie in Dürst tatsächlich. Glaube ich auch von Interlink. Sieht scheiße aus, macht aber mega Spaß und war ultra nass. Wirklich ultra nass. Und dann war ich gerade auf Lightning 360. Ich schätze mal ein Karussell von Technical Park. Man sitzt in kleinen Flugzeugen mit einem Joystick, den man nach links, rechts drehen kann, damit man sich überschlägt. Dann gibt es einen Button, damit hebt sich der Arm, wo das Flugzeug dran ist, hoch. Das Ganze dreht sich natürlich im Kreis und der Turm fährt halt hoch. Fand ich sehr cool, ganz, ganz nette Sache. Man muss aber auf Hangtime stehen. Und jetzt gerade war ich im Funhouse, der Fun Factory. Äußerst oldschoolig, ein paar wenig Hindernisse. Aber dafür diese Bretter, die sich so bewegen, die normalerweise bewegen die sich halt so, aber hier bewegen die sich einfach so. Vollkommen krank. Also bis jetzt muss ich sagen, ja, ist noch ein bisschen mehr Betonfläche und hat irgendwie weniger Charme als zum Beispiel Bottoms Pleasure Beach, aber die Attraktionen sind cool. Also bis jetzt gefällt es mir schon irgendwie ganz gut, muss ich sagen.
So, das war dann quasi auch mein Besuch im Great Yarmouth Pleasure Beach. Ich bin auch gefahren den Big Apple, ist halt ein Pinfari Big Apple. Die Fabri Spinning Maus, die bin ich, glaube ich, schon mal gefahren. Irgendwo. Kam mir so vor, als wäre die, hätte die irgendwann mal auf der Kirmes gestanden. Auf jeden Fall eine kleinere Version als in Bottoms Pleasure Beach. Ja, ist halt ganz nett. Dann der SBF Visa Spinner, ist halt ein SBF Visa Spinner, also muss man jetzt nicht viel zu sagen. Der Rollercoaster von 1932 fand ich sehr, sehr cool. Ist jetzt natürlich nicht so krass cool wie in Tivoli Kopenhagen, die Bahn zum Beispiel. Der fährt halt wesentlich gemächlicher noch, aber ist halt echt eine verdammt stylische Kiste, die echt Laune macht. Das ist halt einfach wieder mal Geschichte. Ist cool. Ein Zugbetrieb, deswegen dauert es dann immer mal wieder, weil man auch quasi 4 Minuten unterwegs ist bei einer Runde. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall hier hinzufahren. Darunter befindet sich noch Snails and Fairy Tales, eine kleine Themenfahrt, Dark Ride, Teile. Die Fairy Tales bestehen eigentlich aus Disney-Geschichten wie Pinocchio, Schneewittchen, Alice im Wunderland, Aladdin, Peter Pan. Auch alles natürlich mit den Disney-Figuren. Ich meine, die Geschichten gibt es ja auch so, aber das ist halt alles so Disney-Design. Ist aber ganz süß gemacht. Ja, generell der Park, boah, ist schon nett. Also dadurch, dass hier halt mehrere Ziele quasi in direkter Nähe sind, kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen für ein paar Stündchen. Das lohnt sich schon irgendwie. Macht Spaß. Ist jetzt aber natürlich nichts für die Thrillseeker oder sowas. Das ist halt wieder mal für Leute, die auf besondere Bahnen stehen, die sich auch kleinere Parks mal angucken, die vielleicht kein Mega-Highlight haben. Dafür ist ganz nett. So, und ich fahre jetzt weiter zu Ziel Nummer 3 heute, Pleasurewood Hills. Und ich bin ja an meinem dritten Ziel nach langer Fahrt jetzt angekommen, war mega Stau leider. Pleasurewood Hills, ein kleiner Freizeitpark. Hier stehen, glaube ich, auch 4 Achterbahnen. Eine scheint wohl nicht zu fahren und das ist leider die besonderste, nämlich der Schwarzkopf. Fährt leider nicht, scheinbar. Ja, ich gucke mir jetzt trotzdem mal noch alles an. Ich habe ungefähr 1,5 Stunden Zeit. Ich laufe jetzt erstmal zum Boomerang. Hab eine wilde Maus noch gesehen. Es gibt wohl einen Dark Ride. Ach ja, das letzte Ziel für heute und dann habe ich es erstmal geschafft. So.
Ja, das war dann auch schon der kurze Besuch im Pleasurewood Hills. Gefahren bin ich auch nur 4 Sachen tatsächlich. Einmal den Vekoma Boomerang Wipeout, der sich echt verdammt beschissen fährt. Als wären da eckige Räder drunter, war also überhaupt nicht geil, obwohl ich die Boomerangs eigentlich immer ganz cool finde. Dann ein Zira Tivoli Large namens Express, fand ich eine sehr süße Idee, den so zu thematisieren. Selbst da waren die Fahreigenschaften irgendwie komisch, dass man auf der geraden Strecke irgendwie so rumgewabbert ist. Ja, ging so. Dann bin ich einmal quasi auf die andere Seite des Parks gelaufen, hab mir alles auf dem Weg angeguckt. War dann im interaktiven Dark Ride, Tutin, Target Trail oder so. Ist ganz süß thematisiert, hat mega viele Ziele, aber halt null Effekte oder sowas. Also ein bisschen lala. Und dann war ich noch auf Marble Madness der wilden Maus, die ich schon mal im Flamingoland damals gefahren bin. Man hat mich gewarnt, ich soll mich doch festhalten vorne an dem Polster, weil manche Bremsen hart eingestellt sind. Und trotz des Hinweises war das echt schmerzhaft an einer Stelle. Ja, generell, Pleasurewood Hills ist jetzt ein Park, der erinnert mich irgendwie ein bisschen an Beach Bend. Relativ unschön angelegt. Allein gefühlt habe ich jetzt 50 verschiedene Bodenbelege gesehen. Also echt nicht so cool, keine Attraktion, die jetzt so highlight-technisch heraussticht. Da wäre halt noch der Schwarzkopf gewesen. Der hat aber zu, der ist auch kein Zug. Deswegen keine Ahnung, was damit ist. Das wäre wahrscheinlich wirklich die beste Attraktion hier gewesen. Ja, weiß ich nicht. Also da haben mir die beiden Ziele, die ich heute noch hatte, irgendwie besser gefallen, muss ich sagen. Das ist halt echt irgendwie, weiß ich nicht. So ein Park, der würde wahrscheinlich gerne, aber kann es halt nicht. Hat keine guten Besucherzahlen, aber hat halt auch irgendwie kein cooles Design, keine Idee dahinter und weiß ich nicht. Man spürt einfach nicht, dass irgendjemand mit Liebe dabei ist. So. Und das war es dann jetzt auch erstmal mit Freizeitparks aus UK. Ich verabschiede mich zwar noch nicht aus dem Land, aber von euch. Tschüss.